Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich glaube, Kollege Koblin, das Thema PsychKG ist zu wichtig, um jetzt hier mit Geschäftsordnungstricks, die wir zum ersten Mal nach 28 Jahren aus der Tasche ziehen, zu operieren. Denn worum geht es an der Stelle hier? Wir haben eine Ausschussberatung gehabt im September zu dem Thema. Wir haben im November die erste Lesung hier im Landtag gehabt, am 15.11. Und ich glaube, wir waren gut beraten, diesen in Gesetzesform gegossenen Schnellschuss hier nicht zu überweisen oder gar zuzustimmen. Ich glaube, die Gründe, die inhaltlichen, habe ich erläutert. Der Minister hat sie auch an der Stelle erläutert. Und was findet jetzt statt? Jetzt findet das ganz normale Verfahren statt mit Ressortanhörungen, Verbandsanhörungen. Da gab es ja einige Irritationen im Ausschuss. Ich glaube, die konnten ausgeräumt werden. Also nichts Außergewöhnliches. Dass das die Opposition an der Stelle ärgert, weil sie an dem Punkt noch nicht beteiligt ist, ist auch menschlich nachvollziehbar, aber so ist das gelebte Verfahren. Und wir werden also, ich glaube, relativ bald dann hier das Thema haben. Und dann können Sie alle Ihre Forderungen, die Sie aufgemacht haben, Herr Koblin, können Sie dann in das normale, übliche Verfahren einbringen. Wir haben uns klar auch inhaltlich positioniert und auch in der ersten Lesung schon gesagt, wo wir Schwachstellen an Ihrem Gesetzentwurf sehen. Darauf will ich jetzt aufgrund auch der fortgeschrittenen Zeit gar nicht weiter eingehen. Und dann findet das ganz normale Verfahren statt. Und Sie können sich dann hier einbringen. Aber es ist auch nicht so, dass jetzt hier so akuter Handlungsbedarf besteht, dass hier sofort morgen gehandelt werden muss. Klar ist, die letzte Novelle hat dort ihre Schwachstellen gehabt. Ich glaube, das ist mittlerweile allen auch klar an der Stelle. Deswegen handelt ja das Gesundheitsministerium dort auch dankenswerterweise. Und wie gesagt, ich möchte Sie herzlich einladen, Ihre Positionen und Ihre Inhalte dann dort einzubringen, wenn wir dann in das normale parlamentarische Verfahren gehen. Und solche Spielchen, wer nun schneller ist und ein Monat oder zwei Monate vor der Regierung noch zu sein, ich glaube, das wird dem Thema an der Stelle und auch den Betroffenen nicht gerecht. Und deswegen plädieren wir dafür, das normale, geübte Verfahren einzuhalten und werden heute auch gegen eine Verweisung stimmen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.